Boah, ist das ekelhaft, wenn man sich mal die Farbe des Wassers hier ansieht. Kein Wunder, dass man davon Dünnpfiff kriegt. Also ich glaube, wir sollten wirklich ganz schnell aus dieser Stadt verschwinden. Das ist ja nicht zum Aushalten. Ja, wir kommen übrigens wieder zurück zu Tales of Vesperia, ne? Sollte klar sein. So, wir müssen irgendwie aus der Stadt raus. Aber ich habe keine Ahnung, wo es hier überhaupt rausgeht. Achso, Juris Zimmer. Können wir doch mal kurz gucken? Aha, prüfen. Okay, Apfelgummi kann ich nicht mehr tragen. Inhalt zurückgelegt. Das Bett ausruhen. Ja klar, wir können ruhig mal noch eine Runde pennen, bevor wir uns auf den Weg machen. Was war das denn jetzt für eine komische Musik? Wie so in so einem klassischen alten RPG, wenn du dich wohin legst, dann spielst du immer so eine Musik. Okay, die Schwerter, die da hängen, sind nicht von Belang. Sonst kann ich hier drin nichts tun, außer dass ich ein Apfelgummi mitnehmen könnte, was ich aber eh schon habe. Also, brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Ja, dann, gehen wir halt wieder. So, können wir hier eigentlich auch rein? Betreten? Ah ne, die Tür ist verschlossen, es muss ein Gästezimmer sein. Na, dann halt nicht. Dann eben nicht, nicht. Dann eben nicht. So, hier geht's aber eigentlich nirgendwo mehr lang. Ja, du bist also wieder zurück, was, Juri? Wie ich höre, hast du hier wieder wie früher einen Unfug im Kopf. Ja, total. Siehst du das Barriereblast hier hinter den Gebäuden? Diese Schwerttreppe schützt Saphirs vor Monstern. Die Barriere ist unglaublich wichtig. Unsere ganze Existenz hängt von ihr ab. Ja, das sind wir nämlich alle am Arsch. Wenn es diese Barriere nicht mehr gäbe. So, also ihr seht schon, hier kommt jetzt kein Wasser mehr zum Glück raus aus dem Brunnen, weil der Blasterkern ist ja eh weg. So, wo geht's denn jetzt hier raus? Hier. Juri Lol, you've given my two lackeys a headache. Now be a good boy and turn yourself in. Well, that's our cue. Looks like I won't be coming back here for a while. Never a dull moment with Juri around. After this, I'll be even with you for getting that money back. And just make sure you don't kick the bucket blowing it all on some crazy party. Ha! Same to you. See that you don't go dying in any ditches. Wait for me! It was nice to meet you, sir. Yeah, it'll probably be quite a pain in the neck. You make sure and take care of yourself now. I will. Thank you. When are you gonna fix the fountain, Sir Knight? Hey, cool, a knight! Hooray! Hooray! Won't you help this old man find his dentures? Fools! You're in my way! Do not interfere in the affairs of the Empire! Don't you make her cry! What are you talking about? Hey, quit pushing! Hey, who just hit me? I'm gonna remember that! This might come in handy if you're going to Halur. Folgendes erworben. Weltkarte. Unerlässliches Objekt für Reisende. Bis man es ausfüllt, ist es allerdings nur ein Blatt Papier. Huh? A map? Wait a sec, this only has the roads written on it. What did you expect? It's better than nothing considering people don't normally leave the city. You'll have to fill in the empty spaces on your own. First off, you should head for Dayton Hold to the north. So, und noch 4 Orangengummis. Und 4 Mischgummis. Und 4 Tränke des Lebens. Und 4-mal Brot. Und 2 Eier. Wow, Juri. They're all gonna miss you so much. Honestly, they're probably thrilled to finally get rid of me. Hey, hold it! Who put money in here? I can't take this. Halt! I guess I'll have to keep it for now. So, 1000 Gold erhalten. Warum will er denn kein Geld mitnehmen?
what? Nice one, Rapide. A dog? Well, for now, it's north to Dayton Hold. What? Oh, right. I'm not sure how long we'll be together, but here's to the road ahead, Estelle. Yes, I... Huh? Estelle? 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 To the road ahead, Yuri. Well, so long for now. We hope to be back soon. Repeat hat sich der Gruppe angeschlossen. So, und jetzt sind wir auf der Oberwelt. Dank der Unterstadt. A map, equipment, and even money. Your friends are so generous, Yuri. They can't afford this. They can barely get by as it is. Well, I'm sure they're worried about you and want you to have a safe journey. It's more likely they're just glad to be rid of a troublemaking kid. That's not true. Guess I can't come back empty-handed now that they've given us all this stuff. Now I gotta bring back the Aquablastia, no matter what. Ja, ganz genau. So, das ist eh genauso aufgebaut wie jetzt in Symphonie zum Beispiel, dass halt Gegner auf der Oberweltkarte auch rumhopsen. Wenn ich in die reinlaufe, dann kommt es halt zum Kampf, beziehungsweise die werden sich mir auch eher annähern. Und ja, jetzt haben wir tatsächlich Repeat auch noch in der Gruppe drin. Unseren treuen Hund, unseren Gefährten auf Level 6. Und der hat jetzt auch wieder Kostümtitel. Was will er denn bitte anziehen? Aber werden wir gleich sehen, was der bekommt. So, warte mal, ich muss ja immer hier auf Objekte gehen. Und dann... Lederstiefel, Rindfell... Ah, da ist so viel Essen schon, das habe ich alles schon bekommen hier. Weltkarte... So, hier. Wo ist denn er? Ja, hier, Repeats, Bonustitel 1. Bonustitel 2, 3 und 4. So, mehr gibt's für den nicht. Ich glaube, der wird sicher die wenigsten Kostüme haben. Und wundert mich, dass der überhaupt welche hat, aber schauen wir mal. So, hier, Charakterdetails, Status, Repeat. Bester Freund des Menschen. Ja, ich finde, der sieht irgendwie echt cool aus. So, bester Freund des Menschen. Kein Monster, sondern ein Hund. Nein, mehr als das. Ein treuer Begleiter auf einer langen Reise. Genau. Oder auch Hundekrieger. Mit deinem Biss hältst du deine Gegner in Schach. Grrr. Rechte Pfote des Chefs. Ein Neuling von der Blastia Tech High School und die rechte Hand des Chefs der Schule, Don. Alter, was? Was ist das denn? Ja, das ist voll von so diesen typischen Manga-mäßigen Schulgangs irgendwie, wo der Anführer immer sowas anhat, so eine schwarze Jacke und eine Mütze dazu und irgendwie macht immer voll einen auf Draufgänger. Das ist, glaube ich, eine Anspielung irgendwie so dran. Was gibt's noch? Sensus-General. Ein Anführer, der zwei Welten zusammenhielt, dann aber ein jähes Ende fand. Seine Seele hingegen ist am Arsch. Ach du Scheiße, jetzt ist der voll der Höllenhund. Das sieht ein bisschen heftig aus, oder? Mit dem müsstest du eher nicht mehr so kuscheln. Dann haben wir noch bester Jungspieler. Ein Rechtsaußen und Rekordhalter der Liga beim Bases erobern. Wird ganz klar MVP. Na, wie geil! Baseball-Outfit! Was ist das denn? Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich meine, die Japaner spielen, glaube ich, ziemlich gerne Baseball. Was ich so weiß, irgendwie. Nicht nur die Amis. Und, Respeed. Schnell wie der Wind. Niemand kann entkommen, sobald dieser Hund seinen Duft aufgenommen hat. Was? Hä? Was sind das für Kostüme? Ja, nee, also ich glaube, bei ihm werde ich auch einfach nur hier Hundekrieger. Ganz normal. Warte mal, ist da ein Unterschied? Nee, das ist eh kein Unterschied bei dem nicht. Also machen wir einfach mal normal Hundekrieger. Das reicht schon. Bin schon gespannt, wie der kämpfen wird. Ich meine, der hat irgendwie so einen Dolch dabei, den wird er wahrscheinlich auch benutzen können. Und ansonsten hat er noch seine Zähne und seine scharfen Krallen natürlich. Und übrigens, wo er die Pfeife her hat, die er da im Maul trägt, das erfährt man im Film. Also guckt euch den dann gefälligst an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Tales of the Spirit of the First Strike erzählt ihr die Vorgeschichte. Und jetzt haben wir hier neue Gegner, die gleich mal gescannt werden. Die Filifolia-Knospe. So. Level 7. Art Pflanze. Schwäche Feuer.
Also genau wie bei Pokémon, oder? So, zu dritt sind wir natürlich schon mal wesentlich stärker als wir nur zu zweit. So, Schallhund kann er. Yeah, sehr schön, da freut er sich. So, Rang plus 1, 23 immerhin. Wir haben zwar Schaden erlitten, aber wir haben eine 10er-Treffer-Kombo geschafft. In 20 oder weniger Sekunden haben wir abgeschlossen. Maximale KP am Ende des Kampfes und maximale TP am Ende des Kampfes. So muss das. Das ist doch geil. Und ein Filifolia-Blatt. Hey, I learned something. Oh cool, erhaltener Titel Kombo-Neuling. Gleich mal einen neuen Titel und hat Estelise einen Spitznamen? Estelle. Estelle. She's been mumbling to herself for a while now. Mm-hmm. Hey, you coming? We don't have all day here. Estelle. Estelle. Looks like she's in her own little world. Hey, Estelle. Oh, right. Sorry. I'm coming. Do they not have nicknames where she's from? Offensichtlich nicht. Also statt Estelise nennt Juri sie jetzt also Estelle. Ja, nennt sie doch gleich Ellie. Ist noch kürzer. So, da vorne haben wir schon ein kleines... Was soll das überhaupt sein? Egal, betreten. So, ah okay, das ist jetzt leider nicht vertont. Nicht alles im Spiel ist vertont, aber doch schon ziemlich viele Dialoge. Sowas ist offenbar zu unwichtig, da haben sie sich nicht darum gekümmert, das auch noch zu vertonen. Aber naja, das kann ja ich machen. Wir sind schon weit von der Hauptstadt weg. Ja, ich frage mich, ob wir jetzt sicher sind. Schwer zu sagen, diese Kerle sind wie die Kletten. Wuff! Wie? Ihr seid gegrüßt. Hallo. Willkommen, liebe Reisende. Ist das ein Geschäft? Das ist die Herberge zum König der Abenteurer. Oh, großer Bruder, kannst du nicht ein klein wenig freundlicher sein? Entschuldigung, Karen. Bitte verzeiht seinen Missmut. Mein Name ist Karen, das ist Rich. Ihr führt eine Gaststätte auf Rädern? Bezieht sich der König der Abenteurer nicht auf etwas anderes? Etwas Bekannteres? Der Bruder des verstorbenen Kaisers, seine Hoheit Regin, wurde wegen seiner unbändigen Abenteuerlust so genannt. Genau, wir benannten uns nach seiner Hoheit Regin. Oder Regin, das stimmt. Wir respektieren ihn sehr. Dann ist das ein ziemlich guter Name. Also seid ihr beide verheiratet? Verheiratet? Ich... Sehen wir denn wie ein Ehepaar aus? Oh, ich hatte mich wohl getäuscht. Es tut mir so leid. Wenn ihr müde seid, möchtet ihr vielleicht hier bei uns übernachten? Was wollen wir machen? Ja, ausruhen natürlich. Wenn uns das schon angeboten wird, gerne. Klar, wir übernachten hier. Fantastisch, vielen Dank. Pennt gut. Oh, großer Bruder, bitte. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Nein, nein, ist schon gut. Habt ihr gut geschlafen? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, unsere Wege werden sich irgendwo unterwegs wieder kreuzen. Ja, das hoffe ich auch. Tschüss. So, die Freude ist meinerseits, Repeat. Yuri, is this dog yours? Yeah, he's my partner, Repeat. Oh, nice to meet you too. Nice to meet you too. Did you actually understand what Repeat was saying? No. Yeah, I guess that was a stupid question. Ja, als ob die jetzt verstehen könnte, was er gesagt hat. Also mit Tieren reden kann sie jedenfalls schon mal nicht. Würde mich auch ein bisschen überraschen. Ja, und wie gesagt, im Film war Repeat ja noch ein kleiner Welpe. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel später die Story des eigentlichen Spiels jetzt hier anfängt und wie viel früher der Film spielt. Aber muss es schon ein bisschen sein. So, zurück zur Feldkarte. Aber stell euch mal vor, ich wäre hier nicht hingegangen, hätte ich diese Unterhaltung verpasst. So, und da vorne scheint es schon... Ah, neuer Gegner. Sorry if I hurt you. Da vorne scheint es schon einen neuen Ort zu geben. Vielleicht ist das eh schon diese Festung. So, auch hier wieder den Tulpa-Scanner. Also ich muss hier, glaube ich, wie ein Irrer muss ich ständig diese magischen Augen benutzen, um diese ganzen Gegner zu scannen. Um zu sehen, was die so haben. So, Tulpa, auch ein Pflanzenmonster, 700 KP für so ein kleines Ding, ist aber auch nicht gerade wenig. Out of my way.
You want revenge? Bring it! So, ich frage mich eben, wenn ich endlich mal... Wir müssen doch noch irgendwie so... Wie so ein Gegnerbuch müssen wir noch bekommen. Das habe ich nämlich noch nicht. So ein Buch der Monster. Aha! Ein Pilz. Ganz genau, du sagst es. So, gleich nochmal. Magische Sorge, ich verstehe nur nicht, warum sie davon nicht gleich weggekommen sind. Denn sind ja definitiv für dich noch streichen können und du kannst dir die Gegner einfach so angucken, aber nein. So. Aber ihr seht es auch hier. Wenn ich so einen Gegner schon mindestens einmal gescannt habe, werden mir hier wenigstens immer jetzt die KP dieser Gegner angezeigt. Also eben von der Filifolia-Knospe 820. Neu ist hier der Minikoid. So, der 720. Auch ein Pflanzenmonster. Und sieht etwas eigenartig aus. So, aber so stark sind die jetzt auch wieder nicht. Wie gesagt, ich muss den neuen Artis natürlich auch oft genug benutzen, weil das ist wichtig. So, komm her. So, müssen wir wieder ein bisschen blocken. Ja, das wollte ich auch mal sagen. Das war jetzt richtig gut. So, Gelbasis, Air, Agaric, Pilzpulver, Lickerkraut, was wir da alles bekommen. Und Heilkraut. Yeah, Level Up für Yuri, geil. So muss das und über das Reisen. Never guessed I'd leave home quite like this. Are you sorry to be leaving the capital behind you? For a quarter, I was too busy just living day to day. Never really thought about it. I guess I did feel like setting out on an adventure sometimes. I'm so excited just to be outside. I've always dreamed of going out into the world. Being excited and all is fine, but don't overdo it. We need to find Flynn, right? I'm excited and worried all at the same time. All right. Oh, wieder neuer Gegner, ein Wolf. Don't get sloppy. Also man kann sagen, Repeat zählt schon noch eher als Hund und nicht unbedingt als Wolf, obwohl mir der sehr wolfsähnlich aussieht. Aber die richtigen Wölfe sind es eben die da draußen. Die bösen Wölfe. Er hat Angst vor dem bösen Wolf, bösen Wolf, bösen Wolf. So, Schwäche Wind. Also eigentlich der Azur-Dings da ist dann sehr effektiv. So, komm mal her. Zack, Azur-Schneider, genau. Alle auf mich, was soll das? So, Orangengummi. Ja, mach halt, so. Okay, er hat es jetzt gerade eingesetzt, weil er das angefragt hat, dann soll er das auch ruhig machen. So. We're done. Ja, we're done. Alter, Rang nur plus 005. Nicht so viel. Biesterfell, Pilzpulver und eher Agaric. So, komm, ich will jetzt endlich mal hier rein, verdammt. Do you think those knights followed you here? I wonder. Well, let's do our best not to stand out. Okay, and I want to catch up with Flynn as soon as I can. All right, let's see if we can just pass through the hold. Where's she off to now? Welcome. I've got some nice gear in stock today. This blade was forged by none other than Assam the Blademaster. It even comes equipped with weapon skills. No traveler should be without them. Feel free to give it a try. Huh? What do you mean? The special techniques contained in weapons. These techniques were originally passed down from master to pupil. But the Blademaster Assam used a special process to seal them within the weapons themselves. Bodhi Blastia can acquire techniques from weapons imbued with this power. With continued use, weapon arts can eventually be learned by the person using the weapon. My, this young lady knows her stuff. That about sums it up. I read in a book that the Kritya gave this knowledge to humans long ago. Huh.
I thought Bodhi Blastia only let you use strike and magic arts. In order to find the fighting style that meets your needs, it's best to think carefully about weapon skills when choosing your weapon. There are even weapons without weapon skills that focus instead on raw attack power. It all depends on your preference. If weapons you equip have weapon skills sealed inside them, those weapon skills will be stored inside your Bodhi Blastia when you equip the weapons. If you have a weapon equipped, you can use the weapon skills sealed inside whenever you want. However, if you unequip that weapon, you'll have to set the weapon skills to be able to use them. Each weapon skill belongs to one of four different categories. When you set a few different skills in a weapon, depending on what category they are, a particular glyph will appear on the core of your Bodhi Blastia. So, if you had a bunch of weapon skills for attacking, you'd see a glyph called Fleck. That glyph lets you know the strength of your physical attacks has gone up. Try all of the combinations you can think of to see what they do. I'm afraid the sun would set long before I could explain them all to you. Did you get all that? Verstehst du jetzt? Ja, ich glaube schon. You learn fast. You should be able to read all about it in that young lady's book. I can't imagine business is all that great in a place like this. Don't get me wrong. I'm not here because I want to be. There are monsters on the far side of the hold, so I'm stuck. Monsters, huh? Did you hear that? Hmm. And she's not listening. Huh? Did you say something? I said I'm gonna go get some information, so you wait right there. Oh, I'll come too. That's all right. Go ahead and take it. It's pretty old and it has some pages missing, but it's yours if you like. Thank you very much. Is that book any good? It's fascinating. You can read it as soon as I finish. So, folgendes erworben, Kampfbuch. Notizen sammeln zu allen möglichen kampfbezogenen Informationen. Kehre zu den Grundlagen zurück. So, du kannst den Kampfstatus im Kampfbuch nachsehen. Hier findest du auch Informationen zu Waffenartes. Schlag nach, wenn du mehr wissen möchtest. Ja, das ist schon mal sehr praktisch. So, habe ich jetzt hier tatsächlich schon was Neues bekommen? Ausrüstung? Kompaktes Schwert. Ein kleines, ausgewogenes Schwert, genau das Richtige für Anfänger. Ne, ich habe ja gar nichts anderes. Ich dachte, er hätte mir jetzt irgendwas gegeben, aber nee. Offenbar doch noch nicht. So, aber hier steht doch Verkaufsstand Vega. Ja, willkommen, das ist jetzt alles eine Übergangsware, aber brauchst du vielleicht etwas Bestimmtes? So, kaufen. So. Aha. Er hat ja doch neue Sachen. Zum Beispiel ein Krummschwert für 470. Ein schäbiges Schwert mit Sichelklinge. Der Griff ist so geformt, dass er wie eine Lampe aussieht. Rückschritt. Details? Aha, okay, da stehen die Werte. Und es ist auch schön, dass ich hier sehe, um 23 würde sich also der Angriff von Yuri erhöhen. Da werde ich ihm das direkt mal kaufen, dass wir schon mal eine etwas bessere Waffe für ihn haben. Einmal natürlich. So. Dann hier ein Zauberstab für Estelise. Ein kurzer Zauberstab, der die Konzentration fördert. Manche tragen ihn als Bandzauber herum. Zauberabwehr. Einmal. Eins bitte. So, und Karakase. Dolch, mit dem einst einem Ninja mit Windartefähigkeiten gehörte. Die Spitze macht das Geräusch des Windes. Objektwerfer. 23 Angriff mehr für Repeat. Eins bitte. So. Gut, dann, aha. Da haben wir ja noch was. Hartkettenpanzer für 400. Metallrüstung, die einige Fähigkeiten erfordert, um ihren Nutzen voll und ganz zu würdigen. Eins bitte. So, und Eisenschutz. Eine leichte eiserne Brustplatte, so eine soll es bei jedem Abenteuer dabei haben, na dann her damit. So. Gut, Brot und Ei, das haben wir eh alles dabei. Gut, passt schon. So, danke, da kannst du jederzeit wiederkommen, sonst müssen wir das natürlich noch ausrüsten. So. Na hier, physischer Angriff erhöht sich auf 171, Beweglichkeit auf 114. Was heißt jetzt bitte Rückschritt? Ich weiß nicht, was Rückschritt jetzt heißt, egal, ich hier einfach mal zack. So. Schwarzes Leder, gut, da haben wir nichts. Lederhelm haben wir auch nichts. Aber hier Lederkettenpanzer, Hartkettenpanzer. So, Accessoire, Lederstiefel. Normale Alltagsstiefel sind sehr bequem im Kampf.
Zack. So. Dann für sie. Statt Säbel. Sie ist eine Heilerin. Also was soll sie bitte mit einem Schwert? Was soll sie damit? Sie braucht einen Zauberstab. Sie ist eine Heilerin. Also muss sie sich auf Magie konzentrieren. Und der Magieangriff steigt ja doch um einiges. So. Dann Zweitwaffe Buckler. Kompakter Runenschild zum Abwehren. Ja. Lederschutz, Eisenschutz. Accessoire, nichts. So, und für ihn statt Kogarashi, Karakase. Ja, und soweit ich weiß, Kase ist japanisch für Wind. So viel japanisch kann ich auch gerade noch so. So, Kettenhalsband, Strickmütze, Bauchwärmer. Strickmütze vor allem, der trägt doch gar keine Strickmütze, hä? Kettenhalsband, Bauchwärmer. So, ist okay. Ein bisschen besser sind wir jetzt, ja. Okay, hey, cool, das Schwert sehe ich auch mal, schon mal direkt hier in Yuris Hand. Da würde ich vorschlagen, wir machen jetzt mal Schluss. Weil von der Zeit her ist es ganz gut, dass ich jetzt hier auch speichern kann. Oh, wie süß ein Hund. Aber ich habe jetzt selber einen. Wuff. Ich frage mich nur, was ist eigentlich, wenn ich jetzt Repeat auswähle, dass ich als er rumlaufe, wenn das überhaupt geht, dass ich vielleicht den Hund dann verstehen kann, was mir der sagt. Wäre irgendwie witzig. So, speichern. Also, zack. Ah, Folgen erfolgreich abgeschlossen, sehr schön. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Tales of Asperia. Das Abenteuer hat ja auch erst angefangen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.